direkt zu links von der Straße. Und das Dumme ist, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Herzlich willkommen auf eurem Lemmy Green Channel. Ja, liebe Green Heroes und alle, die es noch werden wollen. Wir befinden uns heute hier in Santa Margalida an einer Straße, an einem Wegesrand. Ja, und wir haben den lieben Green Hero Bank mit dabei. Und ich glaube, alles Weitere erklärt er uns, wo wir hier sind, wieso und weshalb. Bank. Hallo. Hi. Ja, wir sind hier am Ortsrand von Santa Margalida. Das ist die Zufahrtsstraße zum Stadion hinten raus. Wie man danach gleich sehen wird, ist leider unheimlich viel Dreck hier rechts und links von der Straße. Und das Dumme ist, das müsste alles gar nicht sein, weil wenn wir nachher hintergehen, werden wir sehen, direkt gegenüber vom Stadion ist die Müllstelle. Ne? Und man könnte da alles super entsorgen, aber das ist so ein... scheint eine ganz schreckliche Tradition zu sein, gerade hier auf Mallorca, dass die Leute also wirklich direkt aus dem fahrenden Auto einfach in den Müll rausschmeißen oder wenn sie irgendwo unterwegs sind oder so, das einfach an der Straße entsorgen. Die wollen einfach dafür sorgen, den Leuten ein bisschen die Augen zu öffnen, ne, das wegzunehmen, Aufmerksamkeit erregen, dass die Leute vielleicht auch mal fragen, was macht ihr denn hier oder so, und dass sie sehen, das geht auch anders. Ne? Und genau. Definitiv. Also heißt zum Thema Entsorgung, nehmen wir das direkt vorweg. Wir haben gleich die Möglichkeit, der Bengt ist Bewohner dieser Gemeinde hier aus Santa Margalida und er hat eine Karte vom Ayuntamiento und dort hat er den Zugang zu diesem Grundwert, nennt man das hier, zu diesem Müllhof, wie er es eben schon erklärt hat, und dort werden wir dann nachher fachgerecht schon die Säcke entsorgen. Also dafür ist eigentlich gesorgt und ja, wir starten jetzt und seid dabei, macht den Unterschied und denkt dran, Müll kann ich nicht befreien. Bis nachher. Ihr könnt alle mitmachen. Auf jeden Fall. Und wichtig ist, abonniert unseren Channel, Nemi Green, und lasst uns ein Like da und nicht vergessen, die Glocke zu betätigen. Bis nachher. Ciao. Na, wie sieht's aus? Also hier auf jeden Fall scheiße. Wenn wir den Grund führen, ist diese Müllladefläche, die man jeder, der hier lebt, benutzen kann, hat eine Karte dafür. Und wir befinden uns hier im Schlachtfeld. Kann das sein? Ja, hi. Ist auch mit Maru? Ja. Oh, da war er. Also haben die irgendwie ihre Arbeit verfehlt. Hi. Ja, ich versuche gerade. Ja. Ich hole hier gerade irgendwas raus. Meine Lieben, kurzes Feedback nach dem Weg von da hinten angefahren, wo die Palmen sind, bis hier hoch. Da ist einiges zusammengekommen und ich glaube, es erklärt sich von selber. Ihr könnt da hinten rechts die Zufahrt zu dem Müllort oder den Fundwert nennt sich das sehen. Und das Lustige ist, je mehr man sich dem Ort nähert, desto mehr Müll liegt hier überall an den Straßenrand. Wie kann das sein? Also es ist wahrscheinlich so, wie der Bank eben sagt, ja, einfach aus dem Fenster geschmissen. Oder man zieht die Müllsäcke hier über die Straße und versucht, die eigentlich dahin zu bringen. Aber es funktioniert nicht, die Reifen, es bleibt einfach alles hier liegen. Permanent Autos, die dort reinfahren, ihren Müll ja, ne, Gott sei Dank, fachgerecht entsorgen. Aber
außer zwei Daumen hoch bis jetzt. Hat auch noch keiner angehalten. Naja, weiter im Thema. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir im Konzert selber sind. Na, Bengt, zufrieden? Sehr schön. Dann werden wir jetzt mal die anderen Säcke holen. Und werden mal zum Mülldeponie gehen. Ja. Was ja eigentlich das kleinste Problem sein dürfte, aber wie man hier feststellt. Und das aus dem kleinen Stück hier, ne? Mhm. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Das Werk ist vollbracht. Ich habe leider gar nicht so auf die Zeit genau geachtet. Wie lange war es jetzt? 30 Minuten. Wir sind zu sechs ganz kleine, entspannte Gruppen. Jetzt geht es natürlich hier weiter. Hier ist der Ort des Geschehens, wo jeder Anwohner von Santa Margalida Sesam öffne dich. Genau, perfekt. Das Tor zum Glück. Das Kärtchen erhält und dann hier einfach den Müll, ja, der so zusammenkommt, aus dem Hausstand oder, wie wir sehen können, wegbringen kann. Ja, und es ist traurig, dass trotz der ganzen Aktion hier, trotz dem Platz, den es hier gibt, einfach ja, 8 oder 10 Säcke zusammengekommen sind bei 30 Minuten Arbeit und 6 Leuten. Also Leute, ich weiß nicht, ich hab mir fehlen die Worte, ich habe auch ehrlich, mittlerweile steht es mir bis hier oben, aber egal. Seid dabei, macht den Unterschied und schaut euch die App an, Name It Green, mittlerweile in jedem Store verfügbar, iOS oder auch Android. Ja, abonniert unseren YouTube-Channel Name It Green, lasst ein Like da, abonniert, kommentiert und wichtig ist vielleicht auch einfach, traut euch einfach mal selber Projekte anzulegen. Jeder von uns wird euch dankbar sein. Macht's gut. Lieben, hallo nochmal zurück zum Ursprung. Hier haben wir vorhin angefangen. Ich glaube, das haben wir auch auf Video aufgenommen, aber ist auch egal. Naja, auf jeden Fall hatten wir hier unseren Kram gelagert. Unter anderem eine Tasche mit total vielen Handschuhen. Gott sei Dank haben wir den ganzen privaten Stuff rausgenommen. Ein Stativ, das hatten wir hier kurz vorhin aufgebaut, um das erste Video mit dem Bank aufzunehmen. Und wir hatten noch einen Selfie-Stick. Da waren sogar noch irgendein Stecker ja, dran. Ja, genau, so ein privater Stecker. Der kostet, glaube ich, irgendwie um die 25, 30 Euro. Sie kommt nach 3 Stunden zurück. Was sehen Sie? Nick, das ist alles weg. Ganz im Ernst, es ist wirklich jetzt jemand hier vorbeigegangen und hat die Tüte mitgenommen. Ja gut, sprachlos und ich glaube, ich halte besser meinen Rand, denn mit meiner großen Klappe kommt das wahrscheinlich doch zur Anzeige demnächst. Also von daher, liebe Leute, lasst eure Sachen niemals unbeaufsichtigt und glaubt nie an das Gute im Menschen, weil sonst hätten wir jetzt unsere Sachen noch. Aber hier. Ist ja nett, den Müll haben wir nie gelassen. Ja, herrlich. Also, ja, gut. Ich hoffe, dass alles privat wirklich raus war. Ne? Also hätten wir jetzt einen Schlüssel, Handy, und das haben wir alles noch in den Taschen, ja. Hätten wir das alles nicht dabei gehabt, wäre das jetzt weg. Naja, vielleicht finden wir denjenigen ja noch auf dem Weg. Ne? Das Dorf ist ja klein. Aber. Ja.